Ich bin der Rieker Netta, ich bin freier Autor. Es geht aus von der Zeitung, also mit dem Endgehen von der Zeitung, von der gedruckten Zeitung und dem Wechsel eigentlich von dem Informationsmedium Zeitung irgendwie ins Internet und was daraus entsteht, was dort verloren geht, was in Zukunft wird fehlen und wie man mit dem müsste oder könnte umgehen. What has it got? Also der Titel Information ist ein Wortspiel. Also dass es einerseits darum geht, wo bekommen wir die Information in Zukunft her oder wie gestaltet sich die, wo wird sie verhandelt, wie wird sie verhandelt. Und das andere ist, dass die Szene in einer unglaublichen Bewegung ist. Also es bildet sich die Szene neu, es ist eine neue Formierung von dieser ganzen Informationsszene. Heute lese ich keine Zeitung mehr. Heute lese ich 3 oder 4 Stunden am Tag Facebook und Twitter, wo die besten Artikel aus allen Zeitungen der Welt verlinkt sind. Gratis, empfohlen von Followers, die ihnen folgen, die ich weiss, dass ich ihnen trauen kann. Ich weiss, dass ich damit nur Facebook und Google zudiene, die meine Spuren im Netz auswerten und vermarkten. Ich weiss, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Aber lieber ein Pakt mit dem Teufel als eure Zeitung in meinem Briefkasten. Als ich in Zürich recherchiert habe, habe ich gemerkt, es passiert wahnsinnig viel. Also die Zürcher Szene oder wahrscheinlich auch die Deutschschweizer Szene ist unglaublich in Bewegung. Man weiß nicht, was in den nächsten paar Jahren mit dem Tagi passiert. Man weiß nicht, was mit der NZZ passiert. Es gibt neue Bewegungen, es gibt neue Medien, die sich bilden. Und die Unruhe, die irgendwie auch eine produktive Unruhe ist, zum Glück jetzt, die tut sich darstellen in diesem Titel. Okay, der Elias postet wieder irgendwas über die Clinton-Mails. Zuerst mal der Elias Nitterhelst, jetzt irgendetwas über, dass Hillary den Syrienkrieg anzettelt hat als Gefallen für Israel. Okay, so einfach funktioniert die Welt auch nicht. Was ist jetzt überhaupt für ein Blog? Noch nie gesehen, ziemlich viel Werbung an der Seite. Allgemein recht trashig. Rieserisch geschrieben, Artikel drunter, Screenshot von der Mail. Okay, ich könnte jetzt den Blog googlen, um herauszufinden, wer der überhaupt betreibt. Andererseits, die Clinton-Mail könnte ja wirklich echt sein, das könnt ihr jetzt über Wikileaks überprüfen, aber das sind aber tausende Mails, wobei man kann, glaub, nach Stichwort suchen oder sogar nach dem Datum und das Datum von der Mail steht ja da. Das Ganze geht auch immer mehr über eine Diskussionsform, also es ist eigentlich der Versuch, wie kann man eine Diskussion auf der Bühne mit Bühnenmittel provozieren oder anregen oder führen miteinander. Also auch irgendwie noch ein bisschen ja, der Rückgriff auf das Theater, dass man sagt, das Theater ist eigentlich der Ort, wo kann verhandelt werden, wo eine Gemeinschaft, die da ist, zusammenkommt, wo man miteinander redet. Das ist also ein bisschen der Ursprung überhaupt vom Theater. Und dort natürlich immer wieder die Stellvertreterfunktion, dass man Sachen darstellt, dass man Sachen äußert, dass man Sachen nicht einfach einfährt, sondern in einer gestalteten Form das Publikum damit konfrontiert, aber andererseits nachher dem Publikum auch wieder die Möglichkeit gibt, dazu Stellung zu nehmen oder sich dazu zu verhalten.